So, grüß Gott, liebe YouTuber. Meine Frau kocht gerade einen Tee und dann habe ich noch ein paar Minuten Zeit. Mein Parteifreund Bernd Rieksinger hat sich ja soeben auch mit einer Videobotschaft über die Sondierungsgespräche der sogenannten GroKo geäußert. Das teile ich 1:1 fast. Möchte mich da jetzt auch nicht mehr ergänzend äußern. Ökologische Plattform. Soeben habe ich gerade mal wieder ein bisschen gehustet. Vielleicht soll ich mal einen von diesen Schlotzen, die sind ja noch übrig von der Bundestagswahl. Vielleicht brauchen wir die bald nochmal. Wenn allerdings es zur Bildung einer GroKo kommt, dann kann ich diesen Schlotzer vielleicht auch mal einschieben. Ja, ich krieg freitags immer den Staatsanzeiger mit solchen schönen Beilagen, Schloss, ne? Conquest of Paradise war das gerade, was Sie gehört haben, Conquest of Paradise, Schlösser, hier von Baden-Württemberg. So, jetzt geht's weiter mit dem Staatsanzeiger, Beamtenstatus, ne? Was machen wir dann jetzt mit dem Streikrecht, Bundesverfassungsgericht? Wir brauchen eigentlich nicht so viele Beamten, meine ich. Im öffentlichen Dienst ist es mehr ein Problem, dass der öffentliche Dienst ausblutet, er ist überaltert, hat mit dem Beamtenstatus vielleicht auch noch nicht so viel zu tun, aber man könnte vielleicht die Anzahl der Beamten reduzieren und stattdessen Tarifbeschäftigte einstellen, gerade bei den Lehrern. Lehrer muss nicht Beamter sein, ein Polizist und ein Jurist sicherlich schon, der im Staatsdienst ist, aber vielleicht könnte man hier noch ein bisschen was verbessern. Außerdem ist der Beamtenstatus nicht mehr zeitgemäß. Wir leben ja in einem preußischen Obrigkeitsstaat des 19. Jahrhunderts, heute immer noch in Deutschland, so glaubt man manchmal. Ganz so ist es nicht. Der öffentliche Dienst ist ja besser als sein Ruf. Der Satz ist von mir. Ich wiederhole. Der öffentliche Dienst ist besser als sein Ruf, aber man könnte einiges verbessern und besser bezahlen. Die guten Leute gehen in die freie Wirtschaft und der Gruscht bleibt im öffentlichen Dienst. Das hat mal einer meiner Landräte gesagt. Das war der Rainer Heb von Böbling. Der Gruscht bleibt. Da waren wir gemeint. Ne? Ja, jetzt sind mal wieder 3 Minuten um. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und jetzt hören wir noch ein bisschen den Walzer an und schungeln vielleicht ein bisschen. Den habe ich gar nicht gekannt, den habe ich nach Noten eingespielt.